klar, Chef. Mhm. Ja. Okay, ich rufe dich zurück. Bis später, Chef. Ciao, Chef. War das Yogi? Nee, das war Kathi. Wegen der Einkaufsliste. Ja, wir haben interne Besprechungen gehabt mit der Mannschaft und haben natürlich festgestellt, dass wir eine andere Gewichtung haben müssen zwischen der offensiven Wucht und der defensiven Stabilität. Und wir müssen, glaube ich, ein Stück weit auch intelligenter spielen, Jerome, oder? Wie? Mit Köpfchen. Verstehe ich nicht. Mehr nachdenken. Warum? Hirn, mit Hirn. Kann ich nicht so sagen. Ja, es hat natürlich auch nach dem Mexiko-Spiel richtig geknallt bei uns in der Kabine, weil da kam Philipp Lahm rein und hat einen Luftballon kaputt gemacht. Und da ist auch die Hälfte der Mannschaft direkt aufgewacht. Ne? Ja, man muss, glaube ich, sagen, das haben viele gesehen, dass wir beiden hinten ziemlich alleine waren. Und wir brauchen noch Unterstützung. Ich weiß. Der Joshua Kimmich, muss man sagen. Das war gar nichts. Er ist ja vom Schiedsrichter überholt worden. Ja, der läuft noch langsamer, als er spricht. Verstehe ich nicht. Was macht deine Rippe? Aua. Genau dasselbe wie bei Jonas Hector. Nee, nicht Rippe. Der hatte Grippe. Ach so, nee, dann geht's wieder besser. Sicherlich muss es jetzt auch Veränderungen in der Aufstellung fürs Spiel gegen Schweden geben. Ich finde, Marco Gomez sollte von Anfang an spielen. Mario, du meinst Mario. Ja, Mario Reus sicherlich auch. Schweden hat eine gute Mannschaft. Ja, wir haben uns exzellent auf die vorbereitet. Ja. Alle kommen aus Schweden. Nee, der Schiedsrichter kommt nicht aus Schweden. Nee, richtig, der kommt aus dem Hotel. Richtig, da kommt er her. Ja. Wir sprechen alles knallhart an in der Mannschaft. Dann, auch nach dem Spiel dürfen manche Sachen, die auch Julian Brandt passiert sind, nicht passieren. Ja, mit dem Selfie, das war brandgefährlich. Wofür machst du das? Das ist für Jay-Z. Oh, da muss ich für Kathi auch noch eins machen. Okay, ja. Ja, jetzt gehen wir erstmal zur IKEA-Vorbereitung. Ja, auf ins Bälleparadies, ne? Ja. Hauptsache, wir sind nicht da so alleine. Ja, und Kurt Buller. Nur wir zwei in der Abwehr.